Ja, und dann willkommen zurück zu der zum Cliffhanger, den wir ja hatten, ne? Die Axt. Nee, ich will doch. Er will sie haben. Warum hast du das jetzt so schnell gelüftet? Das finde ich jetzt doof. Weil ich schon im Menü bin und ich weiter wollte. Ja, Gjörmann muss es ja für dich kaufen. Ne? Ich kann ja Hättest nichts ja kaufen machen. können und hätte dann die Antwort. Na, na? Egal. Nein. Ja. Und ich muss ja sowieso unten warten. Denn du bist ja nicht mit dabei, ne? Abgesehen davon, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Ja, genau. Okay. Hattest du eigentlich die Quest angenommen? Ja, wir müssen unten hin zu dem, Ja, genau. zu der versunkenen Werft. Wo läufst du denn hin? Wieso? Du solltest nach links. Du solltest zu dem Hügel. Die Zeithöhle. Aber er ist trotzdem mit dabei. Alles gut. Ist gut. Gut. Kann ich dir das jetzt schon rüberreichen? Nee, ne? Nee, ist glaube ich zu weit weg. Ja. Also dein Schild, den du dir gerade gekauft hast, den kannst du ja auf jeden Fall noch behalten für Den das behalte tolle ich auf Schwert jeden da. Fall, ja. Da brauchst du nämlich auf jeden Fall noch ein Schild. Und dann kämpfen wir jetzt gegen diese Geißel, die aufgeploppt ist. Geht direkt mit dem schweren Kampf los. Der Alte. Alles gut, dass es der ist. Ist gut, dass das der ist, ja. Ich glaube, das ist die letzte Geißel, oder? Mehr gibt's, glaube ich, nicht. Ach echt? Gab's ein Ende? Weiß ich gar nicht. Ich meine, es sind dann alle Geißeln durch. Dann kommt es wieder von Okay. vorne oder kommt denn Ich gar glaube, nichts mehr? dann ist Ende. Oh, vielleicht gibt es auch noch eine, Also das aber es Spiel gibt ist auf ja jeden Fall vorbei, eine habt ihr endliche gehört? Anzahl an Geißeln. Okay. Aua! Na, das ist der Verwirrungstyp. Ich glaube, bei dem sind wir tatsächlich weggelaufen, oder? Ich zumindest. Ja, ich bin da auch immer ein Kandidat für. Hab ich schon ganz oft gehabt, dass ich dann weggerannt bin. Ja, ich erinnere mich an das eine Mal, wo du Görmann und mich im Stich gelassen hast. Ja, Wow, die Erinnerung genau. hat Gjormon ja dann versucht zu löschen, indem er uns im Dungeon Ja, vor der Falle hat stehen im lassen. Dungeon, genau. Was? Ich? Nie! Ja. Kann gar nicht sein. Oh, der ist super schlimm, der Typ wegen diesem Zeit. Boah, jetzt habe ich ihn auch noch verspottet. Ich bin tot. Ciao. Wer sagt denn sowas? Das kommt zu spät, mein Freund. Was denn? Du lebst doch noch. Nee, ich meine, dass ich ausgewichen bin. Das hätte er früher mal machen können. Aber diese Monokiste süßen die zu neuen. Tode? Ja, ich mach dir mal super wenig Schaden. Kannst ihn leider nicht mehr zurücksetzen, ne? Das ist echt schade. Also theoretisch schon, aber mit zwei Fokus ist schwierig. Achso, dann braucht er so viel dafür. Okay. Also ich, ja, ich kann es versuchen. Aber. Nee, schon, du darfst. Ja, ich weiß, ich guck gerade, ob ich irgendwas tun kann. Ja, Okay. hauen. Du bist so unglaublich witzig, Gaumon. Ja, ich dachte, es war nicht klar. Ich glaube, du bist manchmal nicht klar. Ah, sehr wohl. Güte. Ja, das hat er bei uns nämlich gemacht. Immer wieder Ja. die zurückgedreht, er war immer wieder dran. Da sind wir dann auch gestorben. Bin ich gar nicht verstehen. Er ist super heftig, der Typ. Ja, Gut, dass Guillermo dran ist. Vor allem, dass er halt so viel Schaden macht, das ist schon krass. Und dass er immer wieder dran ist. Jetzt hätte ich gerne dieses 50er Schwert. Sehr Ah, schön. Blutung ist gut. Sehr gut. Versuch's mal mit dem Betäuben. Na. Schade. Aber der lag doch schon. Das war wichtig. Er ist nochmal dran. Ah. Ja, ein Heiligtum haben wir noch. Also ich. Ah, sehr Deine Zeit gut. ist um, mein Freund. Ja, Errungenschaft freigeschaltet. Ja, der war heftig. Der war echt heftig. Ja, ich würde sagen, Schläfchen ist angesagt. Gut, dass er im Ja. Feld steht. Ja, wir hatten das schon mal gehauen mit dem Typen. Dieses ständige,
Also wir hatten das sowohl mit Fliehen als auch dieses ständige Zurücksetzen, dass er andauernd dran ist und so weiter. Boah. Ja. Plus 10 Geschwindigkeit. Das ist mir so ein bisschen verlockend. Ja, du sagst, du hast aber auch 70. Ja, schon, aber... Stell dir mal meinen Superschaden mit Geschwindigkeit vor, jo. Ja, so einen riesen Unterschied macht es jetzt auch nicht. Nee, leider nicht. Deswegen, nehme an, das will ja keiner ausrüsten, oder? Also ich werde es nicht ausrüsten, nee, aber... Willst du echt ausrüsten? Na gut, ausrüsten, ja. Und mal gucken, einfach mal, ne? Na gut, okay, kannst du ja gleich machen. Ich muss dir ja eh noch die Axt geben. Genau. Mädchen kriegt ja eine komplett neue Ausrüstung, gesponsert bei Kyomun. So ungefähr. Kyomun, der Nackenkönig. Ja, ausruhen. Das tut doch gut. Der Kampf war echt fies. Der war unschön, ja. Man kann da auch gefühlt irgendwie nichts gegen machen. Ernsthaft? Wenn der einmal anfängt mit diesem Zurücksetzen-Kram und so. Nee. Ja gut, ja, Spaß. Mach mal ein bisschen Spaß mit dem Dicken. Komm, mach. Kampf. Und das geht weiter, der HP-Balken. Ey, Halleluja. Wer weicht nicht aus? Wer wird heute sterben? Wir alle. Also der Bade ist wahrscheinlich schlimmer für ja. Nation, der am wenigsten AP hat. Kriegen wir den vielleicht Nation, tot, bevor er drin ist? Ja, kriegen wir tot. Bist du auf jeden Fall vorher was, ja? Ja. Macht ich bin Sinn, schon mit der Maus drauf. Okay. Macht auf jeden Fall mehr Sinn, als wenn ich jetzt... So. Das war der falsche. Oh nein, ich hab mich verdrückt. Nein, das war der falsche. So kriegen wir ihn nicht mehr tot. Ja, der, vielleicht kriegst du den noch tot, Nation. Der kriegt nämlich durch meine Gefrierung, die ich dem drauf geballert habe, 25% mehr Schaden. Ah, das ist sehr gut. Ah, fast. Aber er brennt zumindest, vielleicht dann auch. Dann ist er tot, er kriegt 6 Schaden durch mein Brennen. Oh, du bist ausgerutscht. Ah, das war blöd. Au. Oh. Das Wort zum Sonntag. Mhm. 93%. Läuft. Regelmäßig verkacke ich einen davon. Jeder hat seine Fähigkeiten, das ist deine. Super. Nein, er brennt. Wer liebt es nicht, Schmorer? Gigantenbraten. Oha. Bin standhaft. Jawohl. Ja, Schmiedfähigkeit, FTW. Nicht schlecht. Ja, tut mir fast jetzt ein bisschen leid. Mir nicht. Oh, er fällt immer so schön langsam in Zeitlupe. Wenigstens gibt das ganz gut Geld. Drachenhautstiefel, das ist was für ein Nation. Nicht? Nee. Okay. Er verliert dann halt seine Stärke, ne? Richtig. Ach so, okay. Für eine Rüstung mehr und einen Widerstand oder so, keine Ahnung, wie viel. Ja, also, ich nehm's gerne mit, aber... Nee. Darf ich jetzt in mein Zelt? Ich möchte mein Zelt. Ja. Und Jomon, vergiss mir nicht, etwas herüberzuschicken. Bin schon längst dabei. Ja, ich... Was war das zweite, was du noch haben wolltest? Das Stundenglas, genau. Der Tag-Nachtwechsel, schön vollzogen. Ja, das heißt, dann dürfen wir jetzt in die Höhle, ja? Ihr seid alle soweit. Warte mal, von was für einer Höhle sprichst du gerade? Ach Quatsch, die zweite Höhle hatten wir ja schon. Okay. Entschuldigung. Der nee, ist okay, nur das, vielleicht habe ich das ja nicht gesehen und denke, du startest hier gerade einen Dungeon, aber wir wollten ja eigentlich unten da die Quest abholen. Ja, da war ich jetzt tatsächlich irgendwie ein bisschen... Ja gut, ich kann euch leider nicht mitnehmen, deswegen stelle ich mich davor. Ja, habe ich gerade auch schon gesehen. Bin das? Ach, da ist es.
Na gut, bleibt uns nichts anderes übrig. Ja, ich wechsle schon mal auf die Pistole, nehme ich wieder mit. So, 65er Speed jetzt, meine Güte. Wo habe ich denn die blöde Pistole? Jetzt gehe ich ab, Leute, jetzt gehe ich ab. So. Und dann ist Nationa dran. Der Plan ist jetzt, einfach bei mir guck mal, warten, wie viele Schritte ich gehen kann. Ist das schön? Das bringt ja nur leider nichts gerade. Wieso habe ich eigentlich so wenig Punkte im Vergleich zu euch beiden? Was für Punkte? Jetzt EP, meine ich. Also im Gegensatz zu Mono weiß ich, aber... Nation ich hatte lange Zeit eine 25... Hatte ich lange Zeit, genau. Vor dem alten. Ach so, der war auch... Deswegen habe ich okay. aufgeholt. Das war der Grund, okay. Das ist der Grund. Soll ich jetzt angreifen? Ich bin ja nicht dabei. Ach, du bist nicht dabei. Ach, schaffen doch Gjörmund und ich alleine. Alles klar, dann ist Gjörmund schreit auch weg. links ist ein Steinheld, Gjörmund. Der bringt voller Fokus und 200 EP. Den kannst du ja gleich nehmen. Wenn wir da vorbeikommen, wir müssen ja sowieso gleich noch hin für die Höhle. Ja gut, ich meine, das ist nicht so wichtig. Das ist mir jetzt nur gerade aufgefallen, das ist doch... Ich glaube, jetzt ist Mono dabei. Der Kampf wird auch heftig. Der wird auch, ja. Oh, der Feuerfels ist ja noch viel schlimmer. Der ist eigentlich auch schlimmer, ja. Der Gigant, der hat zwar ordentlich Schaden gemacht, aber abgesehen davon fand ich den jetzt äußerst ungefährlich. Ich würde tatsächlich versuchen... Teufel zuerst. ...den, Feuerfels zurückzusetzen. Mach das. Das kannst du tun. Jetzt wäre aber auch dein Rapier gut gewesen für Rüstung ignorieren, ne? Da hat er recht. Ja, ich wollte dann danach sowieso tauschen. Also ich setze den zurück und dann tausche. Ja, gut. Guter Plan. Hau rein. Geil. Jetzt habt ihr zumindest beide zweimal die Möglichkeit. So, wenn wir jetzt noch den Giganten zurücksetzen, dann sind beide tot, bevor sie dran sind. So. Ach, die. Oh, warum hab ich nicht nachgeguckt, ey? Ach so, gegen Betäuben. Ja, sehe ich auch gerade. Hab auch nicht drauf geachtet. Ich hab nur Nation zugehört und dachte mir so, euer guter Plan, wen, machen wir mal. Klang logisch, ja. Wen soll ich angreifen? Also, ich würde sagen, den Feuerfels, oder? Ja. Du meinst den Feuerteufel? Also, bei mir heißt der Feuerfels. Ach doch, stimmt. Was hab ich, warum hab ich den Teufel gelesen? Egal. 70. Schön. Cool. Ja, das also ist mein besonderer Schlag. Also die hat sich gelohnt, die Axt. Au! Nee, dein besonderer Schlag hätte... Das war der 72er Schlag. Das war mein 72er. Achso, ja, mit besonderer Schlag dachte ich, du meinst deine Klassendings, aber... Nee, okay. Das nicht. Dann hätte ich ja beide getroffen. Richtig. Genau. Ja, nee, aber... Ich krieg den leider nicht kaputt. Ja, du machst einfach den Felsgiganten, also wenn... Dann machst du ja vollen Schaden. Genau, geh du auf den Giganten. Ich mach den alleine, ihr könnt beide den angreifen. Ja, ich kann ja auch Rüstung ignorieren, ist ja egal, ich kann den Feuerfels machen. Du bist aber eh nicht dran. Ja, ich weiß, ich sage es ja nur, falls du es verkackst. Welchen Universum lebst du denn? Aua. Ich glaube, ich muss sowieso heilen. Das wäre wahrscheinlich sinniger, ja. Du kannst auch den... Ja. Also eigentlich reicht ja 45 Schaden reicht ja aus, ne? Das sind zum. Wenn ja, du klar, die 45 machst, dann reicht's aus, ja. Oder auch nicht. Mhm. Also du könntest auch angreifen, Gjörmund, und ich mach gleich Rüstung erhöhen. Ja gut, machen wir das so. Dann überleben wir die Runde auf jeden Fall noch. Das ist nicht sicher. Ja, also das so viel Schaden wird er jetzt nicht machen. Dank der AOE-Attacke ja, aber ansonsten wäre das unschön geworden. Geht so, also der hat mir vorhin 37 gemacht. Mit einer 11er Rüstung. Ich habe jetzt 24. Das wäre schon okay gewesen. Wird gerade. Warum habe ich den gemacht? Ich sag gleich kommt passiert. Egal, es ist ja gefroren.
Ich nehme lieber mal vor sich selber ein Kontersbad, ne? Ja, oder ich heile euch. Mein Mono ist ja auch ziemlich. Zwei Angriffe und der ist tot, oder nicht? Ja, eigentlich schon. Also ich würde sagen, du greifst an. Ein Angriff und der ist tot, sogar. Ja. War was? Nach dem mit 16 HP. Oh, das war's für Gjörmon. Das ist genau sein Style. Er ist auch ein Traummantel. Aber plus 10 Rüstung, plus 10 Widerstand ist schon cool. Ja, die Wahrnehmung nicht. Denn wäre es, glaube ich, für dich ganz nett gewesen. Na, aktuell ist ja nicht so schlimm. Obwohl, ja, stimmt, ja. Talent, ja, dann nimm doch, hau rein. Ja, du bist dran. Ja, du guckst da dran. Ich drück mal auf Sammeln, ne? Ach, dann nimm doch. Ja, nimm doch, Gjörmon. Warum nimmst du nicht? Also echt. Ey, Gjörmon, ey, was du langsam, Gjörmon. Gladius! Oh. Nicht schlecht, schade. Dann gib's mir. Ah, nee, das ist der Körperkraft, sorry. Der ist Gjörmon ist jetzt im Blutrausch. Ja. Im Blut- und Blutrausch. Ja. Ich komme hier nicht hin, aber. Musste man da irgendwas machen? Man muss das nur abholen und dann. Dem Nation geben. Dann gehen wir nach dem Nachtmarkt bringen, der da irgendwo oben ist. Ja, ich würde sagen, Warte mal, ich stelle mich zwischen euch. Gib dem Nation noch ein bisschen Geld. Oh. Ah, komm schon. Da scheint aber viele Nullen zu drücken anscheinend. Wie Geld haben wir doch gar nicht, Gjörmon. Warum dauert denn das so lange? Ich muss gerade. Ja, das Problem ist halt bei mir gerade die Szene wieder gewechselt beim Dingensprogramm. Also, oha. Na gut, dass du es gemerkt hast. Dann geh mal kurz gucken. Diesmal habe ich es gemerkt, ja. Okay. Ja, gut, dann machen wir das nochmal. Ich habe immer noch kein Geld auf meinem Konto. Ja, ich muss das irgendwie anders machen. Das ist ein bisschen doof, dass er das da wechselt. So. Einmal mit Profis arbeiten. Dann können wir nämlich gleich oben in Wendero uns noch kurz heilen, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Alles klar. Okay. Ich würde sagen. Ja, okay. Wieder. Ich wollte gerade sagen, Nash kann das eigentlich machen, da der am weitesten laufen kann, aber wir müssen jetzt noch kurz erst beim Nachtmarkt abbringen und dann ab nach Wendero. Ja, das stimmt. Obwohl, ja, da, na doch. Können wir Dienste, Waren und schon, bringt alles nichts. Gut. Dann, ja. Ja, das ist für mich neu, dass der weiterlaufen kann. Dass er das ja, ist. Ja. Müssen wir erstmal dran gewöhnen. Ja. Dass er weiterlaufen kann. Er könnte es, wenn das könnte, aber er kann es nicht. wenn ich zum Nachtmarkt gehe, bringt das nichts, ne? Ne, du brauchst die Schriftrolle. Das Einzige, was du machen könntest, du gehst ein Stück runter, ein Feld, Gjörmon gibt dir die Schriftrolle und gehst dann Richtung Nachtmarkt. Aber lass ihn doch nach Wendero gehen und dann heilen, das ist okay. Ich ja, kann er ja machen, er hat ja nur gefragt. Ja, nee. Ob es was bringt, wenn er zum Nachtmarkt geht. Ich geh lieber zum. Danke, Mono. Ich bin der Einzige, der voll Leben hat, ne? Ja, du bist der Einzige, der. Ich wollte fast sagen, immer ausreicht und deswegen keinen Schaden bekommt, aber dann habe ich gedacht, ach, ich rede ja mit Gjörmon und es. Oh nee, komm. Der ist Stufe 9. Ja, meins nicht. Bleib jetzt erstmal hier stehen. Ja, wir plündern nochmal eine Runde. Hast du ja noch gesagt, ein bisschen looten ist immer gut. Loot für den Blutkönig. Oh, cool. Sehr schön. Da haben wir schon zwei von. Wollte ich gerade sagen. Das ist der zweite. Oh. Das ist das gute Stück. Also verwerfen, ne? Brauchen wir ja nicht. Ja, mach ich. Ich habe sowieso schon zu Mono gesagt, das ist eh beim ersten Schlag tot. Tot. Zerstört. Schatzkarte. Boah, geil. 440, meine Güte. Ach ja, stimmt, ist ja Nacht. Können wir mal da reingucken. Der Wirbler, Gjörmon. Der Wirbler. Oh, ja, überladen, 54 Schaden, also das klingt mal sehr nice. Ja, hast du mal geguckt, minus 50% Genauigkeit. Ja, jetzt gucke ich mal bei meiner Waffe, warte mal, was habe ich denn? Das interessiert mich jetzt. Das sind keine minus 50%. Aber der Schwertzauber. Minus 25. Mono, oder? Das geht jetzt, das Schwert ist auf Intelligenz. Ja, aber ich bin mit meinem Buch eigentlich ganz zufrieden. Das hat ja noch ein paar nützliche Sachen.
Ja. Ich meine, Maximus ist eigentlich auch das Nation, ne? Das Kätzchen. Ja, ne, eigentlich müsste er, ne? Aber ne. Ja, das Bonbon ist ein bisschen teuer mit 323. Ja, schade, das ist ein bisschen viel Geld. Ah, das Bonbon ist aber nice. Also, ein körperlicher Schaden ist eigentlich so. Aber 323 ist schon arg teuer für einen. Ja, auf Schaden? Jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist echt ein bisschen viel. Ich überlege nur gerade. Also, abgesehen von Heilleistungen, brauchen wir im Moment ja nicht so viel Geld. Nee, man könnte höchstens Hexenfluch noch mitnehmen hier. Ach so, ah, davon haben wir eigentlich genug im Moment, ja? Ja, also ich habe einen. Ich habe drei. Kann ich gleich mal Nation eingeben, der hat nämlich gar keinen. Ja, ja gut, dann würde ich sagen, brauchen wir nichts. Ja, also wenn ihr. Ich. Ja. Okay. Oder was wolltest du? Was nee, ich, also dieses Bonbon. Ja. Ich weiß, es ist teuer. Er hat es noch nicht ganz aufgegeben. Nee, ja, für mich ist es ja eh nicht, also. Ja. Für Nation meinst du, oder was? Hat er noch einen Schaden? Ja, oder für dich? Ja, eher für dich, Giamon. Ah, 323 für einen? Wo ich ja, haue, ist teuer. Nur ich, also wir haben halt 1000. Mhm. Wir haben über 1000. Und. Ja, ja. Ich nehm's mit, also mal überlegen. Komm, man gönnt sich doch sonst nichts im Leben. Oh, ja, gönn dir mal noch einen Schadenspunkt. Gönn ich mir ein Schadenspünktchen. Inventar? Wo bist du? Bonbon, wo bist du? Bonbon? Wo ist das Bonbon? Da. Ach, sowieso keine. Gut. Kann ich gar nicht. Warum kann ich Nation das nicht geben? Ach so, weil das Auge inzwischen uns steht. Nein, genau, nicht da. Ja, ja, das blöde Auge. Und far away. Bin ich im Prinzip da fertig. Ja, Nation kann sich im Prinzip, kannst du warten, bis von Mono muss ja auch noch pennen. Ja. Ich würde sagen, bleib einfach stehen. Alles klar. Darin bin ich gut. Mann, immer diese langsamen Mitspieler, ey, kotzt mich das an. Toll. Hat doch noch einen Fokus. Reicht genau nicht. Ich könnte den Steinheld holen, das ist das Einzige, was ich nur machen kann. Oder wir gehen zum Kobold-Korridor nach oben. Voller Fokus. Dann gehen wir nämlich erst in der oberen Dämonenhöhle. Ja, aber. Also, wir haben ja unten auch eine Dämonenhöhle. Ja. Wäre ja eigentlich ganz gut, wenn wir die jetzt mitnehmen, oder? Weil wir hier unten gerade sind. Ja, okay. Ja, dann geh über die Statue, Giamon, und geh zur Höhle. Ja, und Nation und ich. Wir haben gleich Tag-Nacht-Wechsel. Dann wird der Galadwürfel wahrscheinlich despawnen. Okay. Vielleicht steht der Nation und mir dann gar nicht mehr im Weg. Müssen wir mal gucken. Ansonsten. Guter, dass du bist. Na gut, so. Klar, wäre ein Umweg, aber. Ja. Levelausstieg, yay! Ey. Ja, gut. Bleib ich da mal stehen. Sieht ganz lustig aus. Ich habe die Statue und meinen Kopf drauf. Das passt schon. Vielleicht kannst du. Wie, mit der Höhle hat die einen Einzugsbereich oder kannst du uns sogar mitnehmen, wenn wir nah dran sind? Das weiß ich nicht, konnte ich nicht. Muss gleich mal ausprobieren. Das läuft, ja. Ach genau, Nation hat sein Schwert ja noch gar nicht. Nee. Nein. Mega. Das hat El Giamon. Also laufen ist bei mir halt gerade auch nicht mehr so gut, ne? Ja, wenn nicht. Ich glaube, Nation, wir beide wären schneller, wenn ich mir einen Rollstuhl hole, mich da reinsetze und du mich schiebst. So eine Portalschriftrolle oder so wäre geil. Ja, das ist eigentlich nicht wert. Also, nee, ist es ja auch nicht. Nee. Och, nö, nee, komm. Nee. Ich bin noch dabei, aber der andere ist auch dabei. Ja, da sind drei Leute dabei. Nee, ich zieh mich zurück. Ja, gut, dann. Es waren übrigens vier. Ja, es sind drei, immer nur drei Leute im Kampf maximal. Weiß. Gut. Ja, Mono, mach's gut, hau rein. Ja, dann guck ich halt mal, ob wir ich euch mitnehme. Oder? Wer vielleicht am Mann. Und wenn nicht, dann teleportiere ich mich. Ja, ist okay. Hätte ich ja auch gerade vorgeschlagen. Ja, normalerweise wäre es halt nicht nötig gewesen, aber so. Wenn ich hier umzingelt werde.
Reicht ja genau nicht beim Gyomon. Das reicht doch genau. Ach nee, jetzt. Bist du? Oh, ja, ich hab mich. Nee, das mal muss ich nicht haben, die beiden. Ja, jetzt haben wir ein Problemchen. Übrigens, hier oben ist noch ein Schrein für einen von euch beide. Was ist denn das für ein Schrein? Kritschungse, den nehme ich gerne. Dann ziehe ich mich mal zwei Felder zurück. Bleib doch da einfach stehen. Ja, oder ich bleibe einfach stehen, stimmt ja. Ist ja jetzt sowieso. Oder du kannst auf die Statue zurückgehen, dann kannst du nämlich, dann kann ich bei dir anhalten, du gibst mir das rüber und dann laufe ich weiter. Ja, oder wenn ich fertig bin, dann müsste sowieso eine Nacht vorbei sein. Außerdem sollte die Folge, glaube ich, langsam vorbei sein, oder? Ja, die Folge endet jetzt. Genau. Die Folge endet niemals. Dann diskutieren wir das nämlich in der Folge noch aus. Ganz kurz. Wir hätten auch noch die Möglichkeit, dass du eine Teleportschriftrolle nimmst, dich neben die Höhle teleportierst und reingehst, guckst, ob du uns mitnehmen kannst. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Kann ich auch machen. Du hast ja 3 Stück von den einzelnen. Also wir haben viele Möglichkeiten. Das überlegen wir uns aber jetzt noch in der Pause, oder? Genau, viele Möglichkeiten und welche davon wir nehmen, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Ciao.